So! Heiß, heiß, heiß! Ha! Geil, oder? Ist das geil? Moin zusammen und willkommen bei einem neuen Video von Schwungvoll. Ja, und warum der Honda e hier im Hintergrund für mich eines der geilsten kleinen Elektroautos überhaupt ist, das seht ihr im Video nach dem Intro und dann verspreche ich euch, das wird echt ein Highlight. Das Auto ist einfach genial. Bleibt dran! Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, der Honda e, das ist für Japan generell fast eins der ersten Elektroautos überhaupt, wenn man jetzt mal Nissan außen vor lässt, weil Nissan ist ja natürlich ganz früh schon auf diesen Zug aufgesprungen. Ansonsten halten sich die Japaner so ein bisschen zurück. Mitsubishi mit dem iMiV so ein bisschen und so weiter, aber nichts Ernsthaftes. Ja, Honda hat dann irgendwann mal gesagt, baut mir eine PlayStation auf Rädern. Das Ergebnis ist der Honda e. Warum ich das so sage, da komme ich später im Video nochmal drauf. Heute geht es aber natürlich auch auf die Pendelstrecke, also meiner typischen Hausstrecke, indem ich dann die Autos miteinander vergleiche und ihr am Ende seht, ja, wo landen die Fahrzeuge denn im direkten Vergleich bei vergleichbaren Außenbedingungen, wie zum Beispiel Sonne pur, wie wir heute haben, 29 Grad und trocken natürlich. Ansonsten, was haben wir hier beim Honda e? Wir haben erstmal eine Außenlänge von 3,89 Meter, einer Breite von 1,75 Meter, also was ich lang bin, ist die kleine Kiste hier breit. Und einer Höhe von 1,51 Meter. Der Honda e hat auch einen Unterflur-Akku hier unten drin mit 35,5 Kilowattstunden brutto. Netto sind es dann 28,5, also das ungefähr, was auch eine Ioniq hat. Und WLTP-Reichweite sind da tatsächlich auch nahezu identisch, 220 Kilometer. Ja, Gewicht des Honda e's liegt mit dem Akku bei ca. 1,6 Tonnen, also 1.595 Kilo natürlich. Und laden kann er AC und DC. Er ist im Prinzip eine Art Nasenlader, das gucken wir uns gleich nochmal an, und kann Gleichstrom mit 50 kW laden. Da lasst uns euch bitte nichts anderes erzählen, das ist tatsächlich auch auf der Honda-Seite falsch. 100 kW ist falsch, er kann 50 kW laden. Und AC, also Wechselstrom, mit 6,6 Kilowatt. Der ist also leider nur einphasig. Ja. Ansonsten haben wir hier das Advanced-Modell. Das Advanced-Modell heißt einfach ein bisschen mehr Leistung, 154 PS, also 113 kW und eine elektronisch abgeriegelte Höchstgeschwindigkeit von 145 km/h. Gut, so viel erstmal zum Basisdaten. Den Rest, den zeige ich euch jetzt mal eben im Detail ein bisschen Carporn. So, gucken wir uns mal eben den Honda e von außen an. Ich habe es ja schon gesagt, 3,89 Meter ist wirklich eine kompakte Größe für so ein Fahrzeug, ähnlich wie zum Beispiel der Mini Cooper. Ja, ansonsten, was fällt auf? Die Räder zum Beispiel, ich drehe euch dazu mal eben um, die sehen tatsächlich echt klein aus, aber lasst euch nicht täuschen, das sind 205er Räder, 245 auf 17 Zoll Felgen. Die wirken eindeutig viel, viel kleiner, das liegt auch an dem Schwarz, deswegen bin ich auch gar kein Freund von schwarzen Felgen. Ansonsten hat er hier oben die Türschließe für die hinteren Türen, ist ein Fünftürer. Er hat hier, seht ihr, die Schließer für die vordere, schön CW wird technisch eingefahren. Er hat keine Außenspiegel, da kommen wir auch später drauf, das macht dann nämlich alles hier über die Kamera. Und das Thema Nasenlader habe ich euch schon gezeigt, dafür gibt es entweder einen Schlüssel oder hier unten diese Taste hier. Die drückt der und da seht ihr dann hier die beiden Öffner, ne? Also einmal Typ 2 und wenn ihr den unteren auch noch aufmacht, habt ihr dann CCS. So, ansonsten die Front, da haben sie viel aus der Studie von der IAA von übernommen, das gefällt mir gut. Wie gesagt, bei den Felgen haben sie so ein bisschen den Mut verlassen, die würde ich breiter oder weiter rausstehen lassen. Die stehen ganz schön im Radhaus, alles zugunsten der Aerodynamik. Wenn sie weiter rausstehen, sorgen sie für Verwirbelung und mehr Verbrauch. Ihr seht das hier, 205er Reifen und die sind komplett weg hier. Seht ihr das? Also da ist jetzt nicht wirklich, also da ist noch richtig viel Platz. Am Heck fällt auch auf übrigens, dass da die Front wieder aufgenommen wurde. Das könnte jetzt auch ein Auto sein, was auf uns zukommt. Ansonsten
ist der ganze Honda e vom Design her so ein bisschen angelehnt an den Honda Civic von 1972, also das Auto, mit dem Honda dann auch in Europa Fuß gefasst hat. Ja, so viel zum Honda e. Schön zweifarbig abgesetzt. Ich mag ihn sehr gerne in Weiß, aber auch in Blau, Weiß hat zu gefallen. Und unten der Spruch, der ist tatsächlich immer wieder erklärungsbedürftig. This is not a prototype. Also, da haben sie wirklich ganz viel aus der Studie mitgenommen in die Serie. Ja, bevor ich jetzt wieder anfange, ein Frunk, also ein Frontkofferraum, den suchen wir vergeblich beim Honda e. Aber er hat tatsächlich ein Kofferräumchen. Das sind bei anderen Autos dann schon die Handschuhfächer. Hier beim Honda e ist es dann tatsächlich ein Kofferräumchen, wie ihr seht. Also, da ist nicht wirklich viel Platz drin. Doppelter Boden. Hier noch ein bisschen Equipment drin, das Tirefit, das Warndreieck, die Tasche für die Ladekabel. Das sind so Dinge, die findet man dann hier. Aber ansonsten nicht wirklich viel Platz. Für einen Kasten Bier oder so weiter muss man also auch schon hier die Abdeckung hier rausnehmen. So, willkommen im Honda e auf den vorderen Sitzplätzen. Er begrüßt uns sofort, wenn die Fahrertür geschlossen ist. Der Schlüssel ist irgendwo in meiner Hosentasche. Und jetzt seht ihr hier schon die ganze Pracht und ihr hört wahrscheinlich auch das Ganze. Es ist die Lüftung jetzt. Ja, was fällt auf? Ich zähle mal für euch. Also, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Monitore. 5 Monitore in diesem kleinen Auto. Alles komplett digitalisiert worden. Also das ist das Thema Außenspiegel hier. Das ist vorne eure Ansicht. Ja, kann man eben jetzt hier auf D schalten. Dann seht ihr, so, ich bin jetzt fahrbereit. No. Er sagt, die muss laden. Mache ich jetzt auch gleich. Die okay. Reichweite Rest, also ich bin bei 13%, machen wir gleich. Reichweite 20 Kilometer. Steht zum Beispiel jetzt gerade da. Könnte aber auch, glaube ich, wenn ich hier mal eben da. So. Seht ihr. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir jede Menge Hintergrundbilder. Also das hier zum Beispiel, die Bilder hinten, die könnt ihr auch individualisieren. Da könnt ihr sogar ein Aquarium draus machen. Ich habe zum Beispiel hier so ein EV-Menü. Das ist ganz interessant. Über die Taste oben. Ah, okay, die kann jetzt nicht ausgetauscht werden. War ein schlechtes Beispiel jetzt, aber generell kann ich diese beiden Bildschirme zum Beispiel immer miteinander tauschen. Wenn mein Telefon eben, das mache ich mal eben aus dem Flugmodus heraus und hoffe, dass ich jetzt keinen Anruf bekomme, dann müsst ihr gleich tatsächlich auch Wireless CarPlay anbieten. Hier kann ich zum Beispiel euch jetzt die Navigation, da macht da hinten aus. Ja, und hier vorne natürlich alle Fahrinfos, die ich brauche. Einstellen lassen kann sich natürlich in dem Honda e alles, was sich so der E-Mobilist so ein bisschen möchte. Ne? Also ihr seht hier, Zeitplan für Ladungswartezeit, Zeitplan für Klimagerät, Betrieb. Also alles, was ihr eigentlich möchtet. Ihr könnt sagen, wenn ich zu Hause bin oder nicht zu Hause, dann lad eben nur bis, was ich, zum Beispiel 80%, 90%, whatever. Auch das ist natürlich alles machbar. Ansonsten, was haben wir noch? Jetzt ist übrigens Apple CarPlay drin, ne? Das schiebt er jetzt hier rüber. Jetzt kann ich das nach da schieben und so fahre ich eigentlich immer die ganze Zeit wieder von der Anzeige her. Das ist für mich so die ideale Einstellung. Da haben wir hier oben noch einen ganz klassischen Rückspiegel. Seht ihr, ne? Der ist wirklich ganz klassisch. Das denkt man, nämlich, wenn man diesen klassischen Rückspiegel, ne, hier seht ihr, ihr seht mein Gesicht auch, jetzt hier hinten, so wie ich sonst das einstellen würde, wenn ich geblendet werde, mache ich mal so, dann seht ihr auf einmal dieses leichte Flackern. Ich weiß nicht, ob das, also bei mir flackert es jetzt gerade, ich weiß nicht, ob es nachher im Video flackert. Auf jeden Fall, was ich euch sagen möchte, das wird zum Monitor. Also ein weiterer Monitor. Wir haben in Summe 6 Monitore hier im Honda e. So, ja, hier unten haben wir die Hauptbedieneinheit.
Wir haben hier den Mode-Schalter, Drive-Mode-Schalter, damit zwischen Sport und Normal. Die elektronische Parkbremse habe ich hier. Brake holt, dann hält er. Aber viel interessanter ist diese Taste, weil mit der Taste hier kann ich definitiv ein One-Pedal-Driving einstellen. Und das ist richtiges One-Pedal-Driving, DNRP und so weiter. Das muss ich euch nicht erklären. Jetzt fehlt euch vielleicht neben der Ablage, die ihr hier hinten seht, ein Becherhalter oder so. Nee, hat er auch tatsächlich. Und zwar hat er den hier hinten versteckt. Zieh ich so raus und zack, da ist der Becherhalter. Ziemlich geile Geschichte, finde ich. Zack. So. Dann hier unten. Das ist nochmal interessant. Ich habe tatsächlich einen HDMI-Anschluss. Ich habe hier eine richtige Steckdose. Das seht ihr, ne? Hier. 1500 Watt AC 230 Volt. Richtig was Geiles, was da durchgeht, ne? Auch die hier 180 Watt maximal der Power Outlet hier, also klassische Zigarettenanzünder, wie man es von früher kannte. Aber den hier finde ich richtig gut. Und was wir damit noch machen können, das zeige ich euch später nochmal, wenn wir an der Ladestation stehen. Wie gesagt, hier vorne ist HDMI drinne und nochmal ein USB. Und hier hängt mein Ladekabel fürs iPhone drinne. Ansonsten, wär's das eigentlich schon fast, würde ich sagen. Hier oben hat man noch ein paar Einstellmöglichkeiten. Zum Beispiel kann ich die Kamera auch manuell eingeben. So, seht ihr? So, zack. Der Honda e hat überhaupt nicht das Bedürfnis, dass man jetzt in irgendeiner Weise jetzt hier sagt, okay, ich bin besonders sportlich und habe Leder und alles. Er ist edel auf seine Art und Weise. Also auch das hier unten, was ihr gesehen habt mit dem Holz oder so. Also hier oben das hier oder auch das hier unten. Ich würde einiges darauf verwenden, dass das echtes Holz ist. Das fühlt sich nämlich überhaupt nicht nach Plastik an. Insofern, ja, edel auf seine Art und Weise. Ansonsten von dem Gestühl her ist das wirklich Sofa. Das ist einfach richtig gemütlich. So, 27 Grad. Wir machen uns jetzt mal eben auf die Bahn. Mal eben eine Pendelstrecke fahren. Dazu richte ich natürlich alles ein, wie immer. Ihr hört das Pusten des Lüfters vielleicht schon. Das liegt darin begründet, ich habe natürlich auf Auto und 21 Grad gestellt, so wie ich das immer mache bei meinen Pendelstrecken-Videos. Dann resetten wir mal eben den Screen hier. So, Reset, damit das alles auf Null ist. So, das habe ich dann auch. Genau, das seht ihr hier. Zack, nicht Sport, sondern auf Normal. Ja, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Spiegel sind eingestellt, hahaha. Übrigens, ein bisschen ätzend ist es, wenn man das Lenkrad so anfasst in einer typischen 10 vor 2 Stellung oder so. Und ich habe ungefähr diesen Winkel, also so sehe ich. Dann verdecke ich hier mit meinen Fingern hier oben so ein bisschen den Außenspiegel. Das ist mir schon aufgefallen, falls ich es nachher vergessen sollte zu erwähnen. Ja, gut, aber sei es drum. Also Rückwärtsgang rein. Jetzt seht ihr da drum den riesen Kona. Also den. Gigantisch. Und jetzt fahren wir mal raus. Ich habe ja, hier oben seht ihr das Symbol. Das ist ja hier unten diese Taste. Na? Wenn man die ausschaltet, dann hat man kein One-Pedal mehr. So. One-Pedal-Off. Aber ich will das haben. Und das ist dann so, dass er beim Zurückfahren dann natürlich immer gleich selber bremst. Und man tatsächlich mit dem Gaspedal so ein bisschen bremst und beschleunigt. So, also Honda e 145 PS, weil es der Advance ist, auf der Pendelstrecke. Ich bin ganz gespannt, wo er am Ende mal rauskommen wird. Ja, was fällt auf? Erster Eindruck jetzt hier vom Honda e auf der Landstraße. Nichts Besonderes. Überzeugt bin ich komplett von diesem One-Pedal-Driving. Das finde ich hier richtig gut gelöst, also optional. Das macht er richtig gut. Ansonsten, das Lenkrad ist recht groß, griffig und ja, ist auch so von der Optik her so ein bisschen an das Urmodell des Civics von 1972 so ein bisschen adaptiert worden. Nur natürlich das Ganze in handlich. Ja, Bildschirme sind sehr gut ablesbar, sind sehr klar gestochen scharf und man gewöhnt sich tatsächlich sehr, sehr schnell an die elektrischen Außenspiegel, also an die Monitore.
Elektrisch, ja. Monitore halt, ne? Also, erster Eindruck von der Autobahn. Eigentlich schon fast typisch für Fahrzeuge, die rahmenlose Scheiben haben und ein Glasdach haben, sind natürlich die Windgeräusche. Hier weht es überall. Der hat ja zudem noch eine recht kantige Karosserieform, also nicht wirklich windschlüpfrig. Also Geräuschkulisse ist ja ähnlich wie bei einem Fiat 500e jetzt, also beim California oder bei einer Zoe. Das windet schon ganz gut. Das ist einfach auch ein Stadtauto und kein Autobahnauto. Aber wenn ich so ein Ding für eine Panelstrecke teste, dann fahre ich über die Autobahn, ganz einfach. Ja, ansonsten muss ich sagen, dadurch, dass der Honda e einen Heckantrieb hat, geht der richtig gut ums Eck. Der ist extrem wendig natürlich, weil durch einen fehlende Antriebseinflüsse in der Vorderachse kann man dementsprechend natürlich den Wendekreis enger gestalten. Dann drückt er ganz gut von hinten, das heißt, man hat nicht dieses Radieren der Räder bei 300 Newtonmeter in der Drehmoment von über 300 Newtonmeter. Da radieren sonst beim Ioniq, der 295, schon mal ganz schnell vorne die Räder. Das hat der hier gar nicht. So, jetzt habe ich mal eben noch den Tempomaten aktiviert und guck mal eben, inwiefern der funktioniert. Also Abstandsregeltempomat natürlich, das heißt, er hat auch die Einstellung zum Vordermann, die ich wählen kann. Jetzt hat er vor mir im Lenkrad, zeigt er an, dass er ein Fahrzeug vor mir entdeckt hat. Jetzt zieht vor mir die Mercedes E-Klasse rein und er bremst ab. Zeigt auch in einem kleinen Display über dem Lenkrad an, dass das Fahrzeug gerade die Bremslichter anhat. Das fand ich total lustig. Zeige euch mal eben am besten. Also. So, da seht ihr das kleine Auto da. Er hat vor mir einen erfasst. Jetzt bremse ich mal eben ganz kurz. Seht ihr? Da waren die Bremslichter gerade an. Funktioniert ganz gut. Ist ein bisschen viel Verkehr, deswegen muss ich mal... Ja, was heißt viel Verkehr? Ich fahre immer noch 130. Ne? Also das ist der Vorteil an meiner Pendelstrecke hier. Egal wie voll das ist, 130 geht eigentlich, jetzt sind wir 125. Ja, aber gutes Autobahntempo kann ich immer fahren. So, jetzt geht auch wieder los, 130. Und ich mache jetzt mal eben den Hand vom Lenkrad Test. Nee, der lenkt nicht mit. Der hat gar keine aktive Lenkunterstützung. Da waren wir nämlich vorhin schon so ein bisschen vom Gefühl her. Der hat ein Abstandsregeltempomat, aber keine aktive Lenkunterstützung. Das sei denn, ich habe das nicht eingeschaltet. Das müsste ich mir nochmal im System angucken. Ja, Sicherheitsfeatures hat der Honda eh natürlich an Bord. Ich wechsle mal in die Spur. Dann seht ihr übrigens im Außenspiegel auch, dass er dann kurz so Linien anzeigt, wie sicher gerade der Spurwechsel ist. So, macht schon Spaß. Nur, wie gesagt, es ist kein leises Auto, ne? Das sollte einem bewusst sein. Aber, das habe ich eben auch schon mal erwähnt, es ist halt ein Stadtauto. In der Stadt ist er so leise, wie er leise sein kann, wie er leise sein muss. Auf der Autobahn nicht, so. Das war es auch schon erstmal jetzt. Wir fahren jetzt gleich runter von der Autobahn, dann geht es in die Stadt, dann geht es auf meinen schlechten Wegbereich. Dann melde ich mich nochmal wieder und dann haben wir schon den ersten Zwischenstopp erreicht. So, dann wollen wir mal hören, was meine kleine schlechte Wegstrecke hier so sagt. Irgendwo in der Ablage liegt was rum, da klötert ein bisschen was. Aber das kommt nicht irgendwie vom Auto. Das, was hinten drinnen liegt, das ist ein bisschen doof, aber das hört man eindeutig, dass da was drinnen liegt. Und sonst gibt es hier überhaupt keine Geräusche irgendwie, die in irgendeiner Form stören. Also das muss ich sagen, Hut ab. Richtig gut. Gefällt mir gut. Da ist das Lösen meiner Hände vom Lenkrad, weil es ein bisschen warm ist, lauter als jegliches Geräusch auf diesem schlechten Weg. So, nehmen wir mal eben den Sonntagsfahrer vor uns dazu, zur Chance mal eben ganz kleines Fazit zu machen. Der Honda e macht einfach riesen Spaß. Wir
sind jetzt gerade 53,7 Kilometer unterwegs, also noch ein bisschen bis zum Ziel. Und der Verbrauch auf der Autobahn, ja, das habe ich jetzt nicht anders erwartet, der ist jetzt natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Dafür glänzt er natürlich mit ganz anderen Features, ne? Wie mit den ganzen Monitoren und da gibt es ja noch das Geheimnis mit der Steckdose und das zeige ich euch dann nochmal gleich. Ansonsten hat mir der Wagen echt Spaß gemacht, also das ist schon ein schönes Fahrzeug und wer weiß, wenn Alena vielleicht irgendwann mal Lust hat, dazu ein kleineres Fahrzeug zu fahren, weil der Kona vielleicht doch, keine Ahnung, eigentlich ist der Kona klein, aber egal. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch mit einem Honda e vielleicht die Wünsche zu erfüllen. Also ich fände es cool, aber da hat Alena natürlich das letzte Wort. So, also wir machen jetzt gleich das Fazit, gucken, wo der Honda e im Verbrauch gelandet ist und dann bis gleich. So, das wäre es dann schon. Ich fahre mal eben bis zu der Wendeschleife und dann checken wir mal eben den Verbrauch. -29 Grad immer noch, also schön warm. Oh, der hat einen schönen Wendekreis. Unglaublich. Unglaublicher Wendkreis. Aber echt. Da brauche ich ja ein Fahrrad mehr. So, aber das soll uns jetzt nicht interessieren, sondern der Verbrauch. Und den sehen wir da. Tada! 19,6. Und mit 19,6 gucke ich mal wieder auf meine schlaue Liste. Ihr seht übrigens 55,7 Kilometer. Also 19,6 beim Rückweg. Und in Summe sehen wir dann ungefähr bei Kia e-Soul, Nissan Leaf 2, so in den Bereichen ist er jetzt angekommen. Also das seht ihr gerade selber. Ja, dazu muss man wissen, dass Nissan Leaf 2 und Kia e-Soul doch dann ausgewachsene Autos sind. Und ja, Smart, das ist ein ähnliches kompaktes, kleines Würfelauto. Ja, das ist, ihr seht es selber. Okay, also damit haben wir jetzt auch den Verbrauch ermittelt und dann ist natürlich Zeit wie immer jetzt für ein kleines Fazit. Und ja, da war doch noch was mit der Steckdose. So, würde ich sagen, machen wir mal eben ein kleines Fazit, wenn ich jetzt hier an der Ladesäule stehe. Honda e, geniales kleines Auto, wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir macht der richtig viel Spaß. Der ist kompakt, der ist super wendig durch den Heckantrieb, natürlich, aber auch eben durch seine einfach kompakte Größe. Was jetzt noch dazu kommt, das ist natürlich der Heckantrieb, der die Kraft natürlich ideal auf den Boden bringt. Also 315 Newtonmeter mal eben. Dass er dabei dann recht viel schluckt auf der Autobahn, auf der Pendelstrecke, das ist dem geschuldet, dass das Auto dann halt doch nicht wirklich eine aerodynamische Bombe ist, würde ich sagen. Ne? Ansonsten muss ich sagen, gibt es hier noch einen zweiten Nachteil und das ist das Thema Laden. Er kann halt nur mit 50 kW laden. Und wenn ich euch das mal eben zeige, dann sieht das so aus, dass ich jetzt ungefähr noch eine Stunde 10 hier stehen muss. Dazu zeige ich euch das mal eben so. So, also ihr seht das, 14% hat er jetzt gerade, 23 Kilometer und ich werde bestimmt so lange hier stehen, bis der 100 Kilometer wieder hat. Also einfach, ne? Dauert also noch ein bisschen. Frage ist natürlich, wie vertreibt man jetzt seine Zeit in so einem Elektroauto? Ich könnte jetzt hinter mir mal eben zum Famila gehen, ein bisschen einkaufen, klar, muss ich aber nicht, denn da war ja noch die Geschichte mit der Steckdose. Und die Geschichte mit der Steckdose, die ist eigentlich einfach nur genial. Und das möchte ich euch jetzt ganz einfach zeigen. Und zwar, was kann ich mit so einer Steckdose anfangen? Gedanke Nummer 1.
Ja, Gedanke Nummer 1, wie folgt. Ihr kommt jetzt gerade mal wieder von so einem richtig derben Metal-Konzert. Stellt euch vor, Wacken, Schlamm, Wasser von oben ohne Ende. Eure wallende Mähne oben vom Haar, das ist bei mir nicht ganz so schlimm, aber klitschnass. Und ihr steigt jetzt in dieses Auto ein. Und dieses Auto hat überall Stoff und kein Leder. Ja, was macht ihr denn dann? Klar, ihr könnt eine Hand, ihr könnt jetzt ein Handtuch nehmen. Aber was ihr auch machen könnt, ist, ihr habt eine Steckdose. So. Ja. Ah, ja. Dafür ist ein Innenspiegel übrigens gut, ne? Sonst hätte er gar keinen Innenspiegel gehabt, oder? Warte mal. Ach, ich habe hier auch noch den großen. Ja, machen wir auch damit. So, also. Ja. So. Hey, und schon habt ihr die Haare wieder schön. Wie geil ist das denn? Oder? Aber da gibt's noch Idee Nummer 2. Die ist noch genialer. Idee Nummer 2. Und das ist eigentlich eine richtig geile Idee. Das Ding bringt nämlich 1500 Watt, meine lieben Freunde. Und 1500 Watt, das reicht nämlich auch dafür, dass ihr eine kleine Brotzeit macht, ne? Und da habt ihr natürlich hier einmal euer Getränk. Bisschen Schleichwerbung muss sein. Und guckt euch das mal an. So. Oh, 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 ist schon fertig. Ist schon fertig. Ah, ja, ja, ja. Ah, ein bisschen wenig Platz hier im Fußraum. Dann muss ich gleich den Stecker rausnehmen. Da könnt ihr den Stecker einfach hier ausmachen. Zack. So, und dann ist das Ding auch aus. Und dann könnt ihr eure Waffel essen. So, die nehme ich mir jetzt mal im... Oh, oh, das ist heiß. Heiß, 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 heiß. Ah! Ah! Also, es ist heiß. Also, ohne Scheiß. Das funktioniert wirklich. Das ist jetzt nicht gefaked gerade. Ich esse jetzt hier wirklich gerade eine richtig heiße Waffel. Wenn ihr den richtigen Mixer habt, Entschuldigung. Mit dem richtigen Mixer könnt ihr natürlich auch noch den Waffelteig vorbereiten. Ich habe jetzt so eine Fertigmischung genommen. Hinter mir ist ein Famila. Mal reingekippt und... Lecker! Ha? Waffeleisen. Getränk. Da, hier. Die ist wirklich... Also, das sieht man nicht. Dampft die noch? Geil, oder? Perfekt. Ich liebe dieses Auto. Da gibt's noch eine Möglichkeit Nummer 3. Kinders, und das ist das Geilste. Das sage ich euch wirklich jetzt. Kennt ihr das? Das ist ein Joypad. Ja, damit haben eure Eltern angefangen zu spielen. Das hier ist ungefähr so ein bisschen ein Nachbau von einem Super Nintendo Joypad. Ne? Ja, und damit kann man Videospiele spielen. Und dazu habe ich das Folgende. Und zwar habe ich hier ein, ihr seht das, ich bin so ein kleiner Freak, ne? Ein Nespi. Ein Nespi. Und das Ganze mittels HDMI und eben unten diesen 230 Volt Steckdose angeschlossen, ja? Parallel seht ihr das jetzt gerade? Und was haben wir denn da? Mario Kart. Ja, ich kann jetzt hier Mario Kart zocken. Ne? Also, wenn ich jetzt hier drücke, so, seht ihr das? Könnte ich jetzt, wenn es losgeht, Mario Kart spielen. Geil. So. Geil, oder? Ist das geil? Yay! Das ist wie in meinen besten Zeiten. Ey. Da kommen Erinnerungen hoch, das sage ich euch. Ja. Und ganz im Ernst, das Auto lädt langsam. Ehrlich jetzt. Und, aber, ey, ist doch scheißegal. Macht euch die Haare schön, spielt hier Super Nintendo, Mega Drive, da ist auf diesem Nespi, ist alles drauf, kann ich nur empfehlen, so einen kleinen Umbau, ne? Wer dazu Interesse hat, müsste mal ein bisschen hier bei YouTube gucken, das ist echt easy, das kriegt ihr out of the box schon so hingefrickelt und
dann könnt ihr das Ganze, ich habe es mit dem Ton noch nicht hinbekommen, ich bin ganz ehrlich, über HDMI kriege ich jetzt noch keinen Ton raus, das muss ich noch mal ein bisschen austüfteln, aber es funktioniert schon mal. Und dann könnt ihr die ganzen Helden eurer Kindheit, könnt ihr dann hier im Honda e zocken, während das Ding an der Ladestation steht. Wie geil ist das denn, oder? Also ganz im Ernst, ist das geil, ist das geil? Also, da ist der Honda e einfach eine fahrende Playstation. Apropos Playstation, die habe ich hier auch als Emulator drauf. Und dann kann man die typischen Playstation-Games einfach mal wieder rausholen. Und ich finde es einfach genial. Also, in diesem Sinne, ich zocke jetzt noch ein bisschen Mario Kart. Und dann geht's gleich los. Wie geil ist das denn? Ein Mario Kart, oder? Geil, oder? Da kommt man wieder an alte Zeiten. Also kommen wir zum Fazit. Also zum erweiterten Fazit. Ich habe ja schon angefangen. Das mit der Steckdose. Wir haben den Preis noch nicht beleuchtet. Das Auto kostet roundabout 34.000 Euro. Ne? Also 33.000 irgendwie was. Abzüglich der derzeitigen Förderung landet man dann ungefähr bei 24.000 Euro oder so weiter. Ist es das jetzt einem wert oder nicht? Das muss man für sich entscheiden. Das kann ich für euch nicht entscheiden. Wenn ihr die Kohle aber habt und sagt, ihr wollt wirklich was Außergewöhnliches haben, und das ist das Auto hier wirklich in jeglicher Hinsicht, eigentlich nur vergleichbar mit Mini Cooper. Mini Cooper E. Der ist vergleichbar. Dann sage ich, machen. Das Ding ist echt genial. Das ist einfach genial. Ich habe so viel Spaß selten im Auto gehabt. Der fährt sich wie ein Go-Kart durch den Heckantrieb, kurzen Radstand, zack, um die Kurve. Das macht richtig Laune. Also von daher alles richtig cool. Ich weiß jetzt nicht genau, was ein Service kosten wird. Ich würde auch generell empfehlen, so ein Fahrzeug ist immer zu leasen. Der Akku ist, um jetzt einen weiteren Nachteil noch neben dem Preis zu nennen, doch erheblich klein, ja. Hat wie ein Mini Cooper aber auch nicht die wahnsinnige Reichweite. Also ich sag mal wirklich, wenn ihr gut seid, seid ihr zwischen 180 und 200 Kilometer Reichweite jetzt hier im Sommer. Das müsst ihr euch ganz klar überlegen. Ne? Das ist bei einem Mini Cooper SE, der auf dem gleichen Preisniveau ist, aber jetzt auch nicht besser. Von daher sage ich ganz klar, wenn man schon guckt, will ich jetzt einen Mini Cooper SE haben oder möchte ich irgendwas anderes Spezielles haben, dann guckt euch den Honda e unbedingt an. Hat nicht so die Geschichte, weil sie den Honda e nennen, hätten sie den jetzt ihr, was weiß ich wie genannt, Classic Civic i oder so, keine Ahnung, dann hätte er vielleicht noch eher was erreichen können, ist egal. Der Magen macht alles richtig, was man so machen kann, und das meinte ich eingangs meines Videos zum Thema, ja, baut mir eine Playstation auf Rädern und das Auto kommt dabei raus. Also, in diesem Sinne, geiles Auto. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen meine Begeisterung auch rüberbringen. Lasst mir gerne einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal. Das geht ungefähr da. Ich muss mal nachdenken. Da. Und ja, dann seid ihr immer stets dabei, wenn es neue Autotests von mir gibt oder sonstige Themen rund um die E-Mobilität oder eben natürlich am Montag die News mit Schwung, mit Alena und mir. Soll es gewesen sein an der Stelle. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis bald. Ciao.